Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, neue Runde King of Retail. So, gut und gerne 7.500 gehen in den Konzern, das reicht gerade so, um deren Kosten zu decken, aber wir sehen natürlich, dass wir unser Kontenstand im Laden wieder weiter füllen und im Zweifel natürlich dann vom Laden auch noch wieder an den Konzern Geld überweisen können. Das würden wir aber erst am nächsten Tag machen. Level 26. Fehlt noch ganz klar. So statt. Einmal wie immer unser täglicher Rundgang im Konzern. Da würde ich mir noch eine kleine Übersicht wünschen. Ich meine, es ist schon immer auch mal cool, hier mal vorbeizulatschen. Zu gucken, yay, cool, freut man sich, wer kann leveln. Der Konzernleiter kann leveln. Der Konzernleiter kann Managerfähigkeiten verbessern. Lohnanforderungen der Manager verbessern. Verbessern die Fähigkeiten aller ihrer Manager. Reduziert die Zeit. Ich mache mal die Fähigkeiten komplett. Also er ist wirklich ein Allround-Talent hier. Gehen wir noch einmal kurz hoch. Check mal die Lage. Ah, ist doch immer irgendjemand hier, ne? So, die Verkaufsleiterin. Da bedürfen sie ihre Kunden. Fähigkeit mit ihren Mitarbeitern Fähigkeiten erlernen. Bonus auf Renommee. Neue Geschäfte Renommee. Das muss ich nur noch lernen an Wissen, ne? Also da brauchen wir nicht mehr große Level eigentlich, glaube ich. Wirkung vom Konzernleiter. So, für die Fähigkeit. Ich gehe schon mal so ein bisschen, dass der neue Laden gleich gut sein wird. Ach, und er auch. Sehr schön. Der Marketingleiter. Wahrscheinlichkeit des Kunden aufgrund Bedürfnisse. Da muss nur noch ein bisschen mehr Wissen an, also ein bisschen länger hier arbeiten. Werbung hat einen größeren Einfluss. Aus Neugier ist geschafft. Ja, machen wir da auch mal ein bisschen. Gut. 22.000 haben wir im Konzern, auf zum Laden. Wir müssen noch die Schuhe ein bisschen erweitern. Also wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Deswegen überweise ich jetzt auch noch nicht irgendwie 10.000 hier vom Laden hin. Sondern weiß ja, dass wir jetzt hier noch ein bisschen neu. Ich hab's nicht bestätigt. Ich hab's nicht bestätigt, Leute. Ich hab's nur angeklickt, aber nicht bestätigt. Einige von euch werden es gesehen haben in der letzten Folge. Und jetzt ist klar, ist zu spät. Das Gute ist, wir haben dann heute schon mal die teuren Schuhe eingekauft. Blöd, ich habe es nur ausgewählt, aber nicht gekauft. Ne? Habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, also ich hatte noch kurz mal nachgedacht, als ich gesehen hatte, was in Konzern geht, dass die Zahl genauso hoch war wie vorher. Dachte aber, ja, aber bestimmt kann ja sein, weil wir nicht angebaut haben und es nur ein Umbau ist, kostet das gar nicht so viel. Und natürlich die Lagerkapazität wieder an die Grenzen. Ne? Naja. Verschieben wir das um einen Tag. Ist auch ganz gut, dann teilen wir das so ein bisschen aus und so kann man sich das schön reden, dass wir es vergessen haben. So, Victor, füll die Regale auf. Pack die Ware aus. Hat er jemand keine Beratung gekriegt? Oder eher gesagt, ist von der Kasse abgehauen, weil er nicht rechtzeitig da war? Kann es jetzt ja auch nicht sein. So, Ware kann aufgefüllt werden. Ich glaube, es heute wird ein schneller Tag. Alles, was da ist am Personal, ist heute da. Thank you. Also wir werden einfach versuchen, so ein paar Leute reinzulocken. Und zwischendurch natürlich Kasse und Dings übernehmen. Philipp macht schon Pause. Okay. Die ersten Leute. Ja, das ist natürlich blöd. Blöd gelaufen. Aber nicht ganz so schlimm tatsächlich, weil, wie gesagt, jetzt teilen wir das auf 2 Tage auf die Kosten. Aber trotzdem schade. Ich hätte schon gerne die Erweiterung jetzt gehabt. Wir können die Regale erstmal hier hinstellen und dann umschieben. Am nächsten Tag.
Die Regale sind ziemlich groß, also ich will jetzt nicht den Laden dafür umbauen. Wir könnten sie in den Weg stellen vorne. Teuren Fußballschuhe, ne? Alter. Hat ihn gefloppt. Thank you. Dann haben wir die Regale zumindest schon mal hier. Aber war natürlich echt wieder bescheuert, ne? So, die teuren Sportschuhe sind die, glaube ich. 9 Stück, genau. Hey, can you help me? Nee. Lass mal die neuen Sachen hier ins Regal legen, da wo sie eigentlich nicht hingehören. Aber macht nichts. Besser so als, ne, also sie gar nicht. Das passt schon. Vielleicht verkaufen wir trotzdem ein, zwei Paar. Die teuersten Schuhe hier. Ja, also die teuersten Sportschuhe und die sind hier auch echt teuer. Das wäre schon cool, wenn wir davon auch ein paar verkaufen über den Tag. So, dann haben wir sie zumindest hier schon mal drin. Wir sollen natürlich hier hin, ne? Das ist klar. Nee, können wir nicht. Gut, können wir schon. Ah, Elisa ist auf dem Weg. Sie lernt ja auch noch. Excuse me. Hey, thank you. Ich glaube, es ist gut, dass wir es noch platziert haben, auch wenn sie noch nicht da sind, wo sie eigentlich hin sollen. Euch rein. Ja, vergessen den Ausbau zu bestätigen, aber okay, gibt Schlimmeres. Jetzt haben wir noch gefüllte Regale hier. Die ersten paar Schuhe sehen wir von den neuen sind auch echt verkauft worden. Können wir schon auffüllen. Das ist schon auch, sehr gut. Da war das schon. Ah nein, aber durch die kriegen wir noch. Michael. Thanks. Stehen eine Schlange vor den neuen Schuhen scheinbar. Thank you. Aber sind natürlich bei dem Einkaufswert auch echt ein hoher Verkaufspreis, ne? Hey. Hey, have a minute. Thank you. Thanks. So, das müsste klappen. Keiner mehr in der Kasse, dann müssen wir. Ja, 1085er Sale, sehr schön. So, mit 10.000 sind wir den Tag gestartet, ne?
So, wollen wir uns Dennis eigentlich wieder in die Kasse lassen? Hey, a little help. Das läuft schon wieder ganz gut, der Tag. Und wir haben die beiden Regale gekauft, da stecken auch 4000 drin, darf man nicht ganz vergessen. Brauche dringend, das ist perfekt. Thanks. Glück gehabt. Aber eben nicht ganz so eindeutig, aber auch Glück gehabt. Ihr drückt rein. Dich brauchen wir dringend im Laden. Du bist eine gute. Hemden brauchst du hier dringend. Thank you. Jetzt stürmen die Leute aber den Laden hier. Läuft. 40.000 Umsatz werden wir heute knacken. 50.000 ist auch machbar. Gut, die haben wir wieder nicht gekriegt. War auch nur eine Rentnerin. In Anführungsstrichen. Schichtwechsel. Die 16 Uhr Schicht kommt gleich. Ist auch schön, dass die Leute immer wieder den, also ne, unsere Mitarbeiter mittlerweile den Laden immer wieder finden und sich nicht irgendwo verheddern, weil sie unzufrieden sind oder so, ich weiß nicht. Auch. Thank you. Wir haben dadurch also ne, locker 10, 15 Leute mehr in den Laden gekriegt heute. Die nicht. Markus da, ne? Zum hier Ware auffüllen. Wollen wir den Tag eigentlich so durchziehen? Excuse me. Brauchst du jemanden? Nö. Heute war wenig Beratungsbedarf. Gut. Wäre schon cool, wenn wir wieder richtig Geld in den Konzern kriegen, ne? Also. Excuse me. Bisschen mehr geht da noch. Thank you. Stopp. Ah. Sorry, Mark. Hättest du besser gemacht, wahrscheinlich. Thanks. Dann kriegst du halt Schuhe. Irgendwas brauchen die Leute auch immer. Ah. Da könnte man auch besser dann wirklich auch das andere machen. Thank you. Thanks. Sehr gut. 50.000 Tagesumsatz machbar. Thank you. Thank you. Oh. Thanks. Hey, can you help me? Mark ist doch da. Thank you. Excuse me. So viel auf einmal, ne? Thank you and excuse me. Hey. Thanks. Hi. Spare 2 seconds. Machen wir. Schuhe. Thanks. Ist er schon da? Keine Panik. Perfekt. Auch wieder 50.000 Umsatz auf jeden Fall.
weil das brauchen wir, aber das ist schon cool, weil dann bleibt definitiv was für ein Konzern hängen. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen, ich glaube, immer unterstützend tätig werden. Ach, toll. Thanks. Das hat Mark wahrscheinlich wieder besser allein hingekriegt. Letzte Stunde. 50.000 sind eingenommen. Mal gucken, wie viel es noch mehr wird in der letzten Stunde. Weil da sind echt viele Leute noch im Laden. Hi. Spare 2 seconds. Die alle natürlich auch noch Ware in der Tasche im Zweifel schon haben. So, wir haben jetzt auch dich gleich, ne? Jetzt müsst ihr mal raus. Guck, wir sehen, es gibt immer noch was zum Auffüllen. Es gibt ja einen oder anderen Artikel, der leer ist, aber wenn sie dann keinen anderen finden, dann können wir da auch nichts für. Der ist gut gerupft worden hier, unser neuer. Obwohl, da geht. Thank you. Zwischen mehr als 50 sind es geworden, ne? Closed. Ja, das stimmt. Das ist alles wieder weggepackt. Platz im Lager für 250 Artikel fast. Oder circa, ne? Circa 250 Artikel. Wir sind auch fertig für den heutigen Tag. Das andere machen wir morgen. Wichtig, also morgen in der morgigen Folge. Dann jetzt noch einmal Artikel bestellen und ganz wichtig, weil ich sonst nächstes Mal vergesse. Cool, wir werden auch den Laden, also der Laden wird ein neues Level erreichen, was noch wieder, meiner Meinung nach, noch mal wieder einen kleinen Verkaufsschub geben dürfte. Das kostet ein Tausender. Müssen wir halt einfach nur bestätigen. Dann müssen wir die Tür noch einbauen. Und bestätigen. Ich weiß nicht, warum so viele Pakete da rumliegen, diese weißen, was das genau ist, weiß ich nicht. So. Ja, Philipp hat wieder gelevelt. Das ist nice. Dann hat er auch noch mehr Renommee-Steigerung. Dann können wir mit ihm auch bald in die Verhandlung gehen. Nee, Melina, du bist auch langsam mal raus. Ist ja top. Du kannst auch die Managerin vielleicht werden später. Müssen wir mal gucken, aber... Okay, komm, geht auch nicht immer so weiter mit dir. Lagerbestellung auf Mindestlager. Wir haben tatsächlich noch den letzten Tag nochmal Werbung. Das ist richtig gut. ...19.000 müssen wir bestellen. Haben wir noch 34.000 übrig. Davon gehen dann knapp 14 in den Konzern. Passt aber, dann bleiben 20 übrig. Und den können wir natürlich auch 15 an den Konzern überweisen oder so. Gut, liebe Leute, dann war es das für die heutige Aufnahmesession. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.